Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. In diesem Video möchte ich euch vier Mikrofone präsentieren und vorstellen. Dabei spreche ich zu jedem Mikrotest in das jeweilige Mikro, sodass man die unterschiedliche Qualität heraushören kann. Bevor wir zu viel Zeit verlieren, fangen wir einfach mal an. Das erste Mikrofon, das ich euch vorstellen werde, ist das H800 von Logitech. Gedacht ist das Gerät eigentlich als Headset, jedoch aber auch als Einzelmikrofon gut verwendbar. Da das also ein 2-in-1 Paket ist, ist es relativ teuer mit einem Preis von ca. 180 Euro. Einer der Vorteile ist, dass man Headset und Mikrofon in einem hat. Es ist somit vor allem für Spieler, die eine Sprachfunktion nutzen wollen, sehr gut geeignet. Jedoch hat das Mikrofon neben einem relativ hohen Preis leider nicht die beste Qualität und es ist ein Bluetooth-Mikrofon und damit nicht so leicht mit dem PC zu verbinden. Das nächste Mikrofon ist ein Konsolenmikro, ebenfalls von Logitech und wird oft bei Spielen wie WeSing benutzt. Damit ist es eher ein einfaches Gesangsmikrofon. Der Preis ist günstig und liegt bei ca. 35 Euro. Die Vorteile sind, dass es einen sehr günstigen Preis und dafür eine gute Qualität und einen sehr reinen und rauschfreien Klang besitzt. Ebenfalls ist es leicht zu bedienen, weil es ein USB-Mikrofon ist und man es nur anstecken muss und dann sofort loslegen kann. Der schwerste Nachteil ist, dass es sehr umgebungsempfindlich ist, das heißt, fast alle Geräusche im Hintergrund werden aufgezeichnet. Schade ist auch, dass es ein sehr einfaches und ekliges Design hat. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Mikrofon der Marke Shure, dem legendären SM58. Das Mikrofon ist sehr verbreitet und eigentlich als Bühnen- und Gesangsmikrofon gedacht. Es hat eine gute Qualität und verdient damit auch einen Preis von ca. 120 Euro. Dieses Mikrofon verfügt über einen XLR-Anschluss und ist damit nicht direkt mit dem Computer verbindbar. Ein wichtiger Vorteil ist auch hier, dass die Qualität des Mikrofons gut ist, von sich aus wenig rauscht und die Umgebungsgeräusche filtert. Ebenfalls ist es ein sehr robustes Mikrofon, das heißt, dass es bei einem Sturz nicht kaputt geht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier sehr gut. Einer der Nachteile im Vergleich zu höher liegenden Mikrofonen ist, dass die Stimme etwas flacher wirkt, da es nicht so basshaltig ist. Das letzte Mikrofon ist ein Großmembranmikrofon, nämlich das Rode NT1A. Das Rode NT1A ist ein sehr gutes Sprach- und Studiomikrofon, das für professionelle Zwecke einsetzbar ist. Es hat einen sehr rauschfreien, reinen und warmen Klang. Da es ein sehr gutes Mikrofon ist, liegt hier der Preis sehr hoch, bei ca. 170 Euro. Auch dieses Mikrofon hat einen XLR-Anschluss. Die Vorteile sind neben dem warmen und rauschfreien Klang, dass es Hintergrundgeräusche verdeckt, wie der Kühler oder Festplatten von einem Computer. Der größte Nachteil ist der sehr hohe Preis und dass sich viele Leute ein Mikrofon wie dieses nicht leisten können. Ebenfalls ist es schwieriger zu handhaben, da das Mikrofon einen XLR-Anschluss hat und Folgekosten für den Anschluss mit einem Interface oder USB-Mischpult die Sache um einiges teurer machen als der reine Mikropreis. Optionales Zubehör, zum Beispiel Popschuss, Ständer, kommt auch noch meist dazu. Fazit: Die beiden Logitech-Mikrofone sind eher für Hobbybastler geeignet, weil sie einfach um einiges billiger sind. Mit den anderen beiden Mikrofonen steigt man langsam in einen professionelleren Markt ein. Zudem sind sie am besten für Studio- und Gesangsaufnahmen geeignet. Das sagt schon der Preis aus. Jedoch sind die teureren Mikrofone auch viel aufwendiger zu installieren. Ebenfalls braucht man mehr Zubehör zum Anschließen. Jedoch ist die Qualität vor allem des Großmembranmikrofons von Rode um einiges besser und ist daher sicher vom Klang her die beste Wahl.